Ein wunderbarer Morgen. Und ich bin unterwegs in den Schnee. Mein Ziel, die Aletsch Arena. Und da darf ich heute Ski fahren. Nicht nur Ski fahren, sondern auch das Schutzkonzept anschauen und vor allem auch präsentieren. Und wie es dazu ist gekommen, das schauen wir jetzt zusammen an. Valentin König, FaceTime-Video. Hallo Valentin. Salute Bruno, wie geht's bei dir? Ja, es geht gut und oben bei dir in der Aletsch Arena. Wohl, schön. Wir haben wirklich wunderbare winterliche Verhältnisse. Du, Bruno, wäre es der gleiche, wenn du mal in Brücke kommst, ist das Ski fahren. Es geht mir einfach darum, dass du nachher unseren Gästen aufzeigen kannst, wie wir mit diesen Covid-Schutzmaßnahmen umgehen. Weil ich habe wirklich das Gefühl, wir machen alles für die Sicherheit von unseren Gästen. Ah, das mache ich lieb und gerne. Vielleicht gerade im Vorfeld. Kannst du mir gerade ein bisschen sagen, auf was soll ich mich achten, schon im Vorfeld, bevor ich in Brücke komme? Ja, eins, was sicher gut wäre, dass wir euch diesen Covid-Massnahmen wirklich in Anleben ist. Wenn ihr dein Feedback im Vorfeld online auf unserem Webshop könntest lesen, das geht wirklich eins. Und da kannst du unten nachher an der Kasse vorbeimarschieren und direkt um Brücke zu uns auf die Ski kommen. Dann freuen wir mich doch auf diesen Skitag morgen. Bist du morgen, wann man lang gesehen ist? Ja, ich bin durch den Reichbar, kein Problem. Du kannst dich gerne bei mir melden. Das mache ich. Schönen Tag, bis morgen. Ciao, Valentin. Merci, ich freue mich. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, dann mache ich doch das gerade, was mir der Valentin gesagt hat. Den Skipass online lesen, und zwar auf meinem Handy. www.aletscharena.ch. Viel bricht es nicht. Der Vorname, Name, Geburtsdatum, die E-Mail-Adresse. Dann noch gerade antippen, dass ich den Skipass abhole, zahle und schon habe ich einen QR-Code in meinem Mailfach. So einfach. Anschnallen für einen Skitag im Winterparadies. Ich packe meine 7 Sachen und los geht's. Ich bin weg. Fast. So, bevor wir jetzt gegen Ski fahren, prüfen die Aletsch Arena, legen wir hier den Schutzhudel an. Und wie das richtig geht, das zeigen wir jetzt. Hallo Katharina. Hallo Bruno. Du, ich habe den Schutzhudel bekommen. Kannst du mir mal zeigen, wie ich den genau anlege? Ja, sicher. Klar. Kann ich dir zeigen. Hast du ihn schon ausgepackt? Ja, ich habe ihn ausgepackt und habe gesehen, dass drinnen so Filter drin sind, gell? Genau. Den brauchst du nämlich nachher. Also das Teil, der Schutzhudel, da kannst du einfach innen drin, hat so ein Ding eingebiet. Also ein Fach? Da passt eigentlich der Filter genau drin. Jawohl. Drin. Und der muss jetzt dann da drin stoßen, der Filter, genau, gell? Genau, der muss jetzt so drin tun. Jawohl, mache ich das gerade. Das ist wichtig, dass er wirklich gerade auch drin ist. Jawohl. Und jetzt kann ich dann einfach den Schlauch über den Kopf ziehen, oder was? Nein, das solltest du eben nicht. Am besten ist wirklich, dass man vorsichtig über den Kopf nimmst, also dass man einfach so nimmst. Und nachher kannst du ihn so anlegen, dass du die Haare nicht kaputt machst. Genau, vorsichtig. Jawohl. So. Jetzt hast du ihn eigentlich so recht gut platziert. Sehr gut, jawohl. Das ist einfach wirklich der Filter, genau vor die Nase und den Mund platzieren. Jawohl. Da hat so einen Bügel drin. Jawohl. Und du kennst von diesen Einwegfiltern. Dann kannst du einfach platzieren. Sehr gut. Oh, jetzt ist gut. Jetzt sitzt er da. Tipptopp. Super. Ja, ist bequem. Tipptopp. Super. Ja, merci. Und wichtig ist, dass du regelmässig den Filter wechseln kannst. Jawohl. Also jedes Mal, wenn irgendwie ein nasser kommt oder etwas, du schnell wechseln. Und ja, dann sollte das funktionieren. Super. Natürlich geht euch eine normale Hygienemaske zum Skifahren. Der Schutzhudel geht aber warm und rutscht nicht die Nase am Brie. Wer einen will, kann ihn in der Aletsch Arena beziehen. Ja, guten Morgen, Mathieu. Hallo Bruno. Wie geht's dir? Mal danke dir euch. Ja, tipptopp. Du, komm heute hier Skifahren. Ich sehe hier, hier gilt die Maskenpflicht. Ich habe den Schutzhudel an. Ist er richtig? Genau, also ist eine tipptopp angelegt. Perfekt auf der Piste. Dann bin ich jetzt weg. Ich sehe euch hier, habt ihr alles geländert weg. Für was ist das? Genau, das ist eine, dass wir Samstag, Sonntag, wo wir viel Abend und Abreise haben, dass wir die Leute gestaffelt können einlassen, dass einfach das Lenkungskonzept euch stimmt, dass die Leute alle Abstand haben und so geht nicht, die Leute nach dem Brief bringen. Jetzt hat mir der Valentin König gesagt, ich soll jetzt Biele online lesen. Das habe ich gemacht. Ich habe das Biele eigentlich quasi auf meinem Handy drauf. Jawohl. Was müssen wir jetzt genau machen? Jetzt kannst du eigentlich direkt einen Brief zum Ticketautomat, dein Ticket abholen und bist innerhalb 5 Minuten in der Gunland. Ein Brief ins Skigebiet. Machen das viele so wie ich? Also es ist sicherlich so, dass das letzte Jahr das immer zunimmt, aber das Potenzial ist sicher noch nach oben, aber es ist eine sehr einfache Sache. Von daher ist sicher zu empfehlen, dass man das online liest. Kannst du mir schnell zeigen, wo der Autobahn ist? Sehr gerne. Nicht nur der Mathieu, eure Trolltreppe und die Wegweiser zeigen mir den Weg zum Bieleautomat.
Das geht ruckzuck, weil ich habe meinen Skipass ja bequem schon online gelesen. So, hier kann man also das Online-Ticket abholen. Ich werde das einmal ausprobieren. Das Bühne habe ich auf dem Nattel bereit. Das Nattel entsperren. Online-Tickets abholen. Da ist ein QR-Code, den ich hier scannen. Ticket besorgen. Und schwupps, habe ich das Bühne schon da. So einfach geht das hier in der Roletsch Arena. Daheim auf das Nattel das Bille drauf tun, hier am Automat das Knopf drücken und schon habe ich meinen Pass für den Ski zu fahren. Ja, ich weiss, es hat schon fast wie ein klassischer Werbespruch getönt, aber ich bin wirklich selber gerade überrascht, wie schnell das gegangen ist. Auf jeden Fall musste ich nicht anstehen. Und das hat man doch mit oder ohne Covid immer gerne. Ich will keine Zeit verlieren. Ab in die Gondel. Wie die schmeckt, wenn hier viele Wintersportler gleich um einen Brief wählen. Der Dominik hat den Überblick. Guten Morgen, Dominik. Ja, hallo Bruno, wie geht's dir? Wohl, es geht mir gut, tipptopp. Du bist perfekt, gehst Ski fahren. Ja. Du aber auch ein bisschen das Schutzkonzept wegen dem Coronavirus anschauen. Ja, aber... Ich habe gesehen, er hat hier Kapazitätsbeschränkungen. Was heisst das? Das ist richtig. Wir müssen seit Mitte Dezember ein Drittel weniger einladen. Das heisst, wir sind mit den 10er-Gunden dürfen nur 6 Leute einladen. Mit der Ausnahme von Familien oder Leuten, die im gleichen Haushalt sind, die dürfen natürlich zusammen auf die Reise in die Alpen gehen. Und das geht gut? Das funktioniert so wie sehr gut. Wenn normales, wo es ein bisschen mehr Andrang ist, greifen wir als Mitarbeiter ein und die Leute darauf hinweisen, aber es klappt gut. Ja. Heute habe ich das Privileg, dass ich fast der Einzige verpisst bin. Heute hast du mich bald abgezählt. Das ist so, jawohl. Da haben wir den Frieden und du kannst deine Fahrt geniessen. Das mache ich. Das geht auch gut. Merci, gut. Dominik. Merci, einen guten Tag. Ciao. So, die Vorfreude auf die Skifahrer steigt. Jetzt geht es mit der Bahn einen Brief auf über 2200 Höhenmeter. Geniessen ist hier mit dem Blick einfach. Aber könnte ich mich hier in der Gondel mit Corona anstecken? Ich muss oben ab gerade mal nachfragen, wie sie das machen. Jede Gondel zu putzen, das geht doch gar fast nicht. Da habe ich meine Antwort. Der Mitarbeiter wollte ich bei seiner Arbeit nicht stören. Aber ich kann mir erklären, dass man jede Gondel 4 bis 5 Mal am Tag kalt vernebeln tut. Eine Kochsalzlesung wirkt gegen Bakterien und Viren. Schneebedeckte Berge, blauer Himmel und ein einmaliger Blick auf ein Dutzend Viertausiger und den Aletschgletscher wartend im UNESCO-Welterbe auf mich. Und dazu noch herrliche Pisten. Meine nächste Station, Sessellift Blausee. Hallo Raffi. Hallo Bruno. Wie geht's dir? Ja, es geht mir gut. Kann ich genießen bis jetzt? Fantastisch, ja. Aber jetzt bin ich das erste Mal hier so an einer Sesselbahn, gell? Ich bin natürlich wunder, was er hier für ein Schutzkonzept hat. Zuerst, weil wir natürlich aufgefallen sind, die Bandagen, die er überall hat. Was ist das genau? Ja, das ist eigentlich die Lenkungskonzept, die wir hier bei den Sportbahnen haben. Das heisst, im Grundsatz unterscheidet sich das nicht von denen in den Tal- und Parkstationen. Was wir hier haben und was das Ziel ist, natürlich ist, können die Gästeansammlung ein bisschen zu entflechten. Das ist wichtig. Wir probieren, eure Anstehwege zu verlängern, dass wir eure gesetzlichen Vorgaben haben. 1,5 Meter kann einhalten. Und hier ganz konkret ist sicher der Vorteil, ihr könnt jederzeit eigentlich auch ein bisschen flexibel agieren. Je nachdem, wie das Gästehäuf gekommen ist, könnt ihr die Anstehwege verlängern oder verkürzen. Vor allem am Wochenende natürlich. Gell? Das Wochenende, jetzt eine Sportferien, die kommen, über Festtag, da sind wir relativ flexibel. Und das probieren wir natürlich auch entsprechend auf Gästehäuf so also umzusetzen. Jetzt vorher bin ich in der Gondel, da ist ja die 2/3-Beschränkung, mehr darf man nicht füllen. Genau. Ist das hier in einem Sessellift? Also? Nein, in diesem konkreten Fall haben wir das eigentlich nicht. Auf der Sesselbahne haben wir eigentlich volle Kapazität. Müssen wir sich desinfizieren? Nein, braucht es nicht. Was hier braucht, ist natürlich die Schutzmaßnahmen. Das ist klar, das heißt Maskenpflicht zwingend. Und wie wir euch gesagt haben, die Abstände einhalten. Und nachher grundsätzlich eigentlich ist man im Frio, dass nicht irgendein wie eine Desinfektion oder so weiter bräuchte. Aber ich sehe hier, wenn ich es schaue, es funktioniert ich von frei. Ich profitiere davon und gehe jetzt noch ein bisschen vor. Mach das, profitiere vom Tag. Ciao, ciao, merci, ciao, mach's gut. Nach ein paar Abfahrten habe ich Durst bekommen. Leider sind die Restaurants zu.
Aber trotzdem muss ich auf ein warmes Getränk nicht verzichten. Und das ist genau hier, wo ich jetzt Arianna ein flottes, feines, heisses Kaffee trinken. Im ganzen Skigebiet kann man sich in Takeaways kulinarisch verwenden. Ich bleibe aber mit meinem Kaffee. Gut, merci vielmals. Tschüss, schönen Tag. Merci, ciao, danke. Ja, klar wäre das jetzt schon schön, wenn man es auf einer Sonnenterrasse sein könnte. Aber seien wir ehrlich, schon nur, dass wir die Möglichkeit haben, hier so im Takeaway einen Kaffee oder euch sonst etwas zu genießen und da dabei hier auf die schönen Berge zu schauen, das hat es doch auch in sich, nicht? Frisch gestärkt geht mein Skivergnügen weiter. Über 100 Pistenkilometer machen mir pure Freude. Jetzt treffe ich mich mit dem Christoph an der Grosskabinengondel. Das ist sicher eine grosse Herausforderung zu Corona-Zeiten. Hallo Christoph. Hallo. Jetzt sind wir hier mit der Grosskabinengondel. Was müsst ihr hier beachten, um das Schutzkonzept jetzt zu halten? Der wichtigste Punkt des Schutzkonzepts ist sicher, dass wir die Kabine nicht brechen wollen. Wir haben Vorlagen vom Bund, die sprechen 2/3 Kapazität, die wir ausreichen dürfen. Das wäre jetzt hier mit einer 80-Kabine, wäre das 53. Wir gehen noch ein bisschen tiefer. Wir haben unsere Kapazitätsbegrenzung hier auf 50 Personen gesetzt. Aber er lenkt das nieder, geht sogar noch einen Schritt weiter. Wir gehen noch einen Schritt weiter, weil hier auf der Riederalp die ganzen Gepäckwägelinien oben in der Kabine befördern. Und dann haben wir einfach die Regel, dass wir maximal 6 Sterne Wägelinien einladen. Und dann gehen wir mit der Kapazitätsgrenze sogar auf 35 Personen, damit sich alle immer noch wohlfühlen. Und ich glaube, das darf man sagen, die Gäste fühlen sich wohl, wenn sie in der Kabine drin sind. Aber was ist, wenn einmal einer von diesen Gästen hustet? Grundsätzlich werde ich schon per Plakat darauf hinweisen, dass man mit eindeutigen Corona-Covid-19-Symptomen das Gebiet nicht betreten soll, dass man daheim bleiben soll. Falls es doch so ist, dann werde ich freundlich darauf hinweisen, dass zum Doktor oder in die Apotheke geht, einen Test machen, dass man weiss, was los ist. Ich habe während meinem ganzen Tag gesehen, Schutz ist wichtig. Wie schützt ihr auch als Mitarbeiter? Wir haben eine Maskentragpflicht, eigentlich den ganzen Tag, während wir arbeiten, immer. Und wir werden fleissig die Hände desinfizieren, waschen, die ganzen Hygienemaßnahmen einhalten, damit dass wir einerseits das Virus nicht im Team bekommen und es auch nicht, falls einmal einer weiter verteilt wird. Der Fahrplan wird jetzt unter Druck setzen, bald fordert er. Ich lasse dich arbeiten. Merci vielmals für das Gespräch. Mach's gut. Merci dir, danke schön und einen schönen Tag noch. Tschüss. Merci. Ciao. Ich muss weiter. Bevor ich jetzt selber wieder einmal ins Tal gehe, gibt es da noch einen, den ich abgemacht habe. Mit dem Valentin König, dem CEO von der Aletschbahn. Es war ein super Tag. Natürlich, herrliche Verhältnisse, die wir heute hatten. Aber ich muss schon sagen, es ist ein riesiger Aufwand, den er betrieben hat, um das Schutzkonzept umzusetzen. Also Chapeau für das, was ich da gesehen habe, wirklich, muss ich sagen. Nehme ich gerne so auf. He. Schön, dass man das auch so gespürt hat. Der Aufwand, der hinter sich dran steckt, das kommt nicht einfach so. He. Das war natürlich wirklich eine grosse Knochenarbeit, die alle Mitarbeiter von der Aletschbahn hatten. Und ich hoffe natürlich auch, dass man das im Film auch gesehen hat, dass das rüberkommt, dass man, wenn man hier berufen in die Aletsch Arena kommt, Ski fahren oder auch wandern, dass man ein Schutzkonzept hat und dass man sich hier wirklich 100% sicher fühlen tut. Und was ist für dich so die größte Herausforderung? Ja, in diesen turbulenten Zeiten ist natürlich die Unsicherheit, die fehlende Planungssicherheit ist natürlich sehr, sehr eine grosse Herausforderung gewesen. Wir haben immer so von Woche zu Woche, teilweise fast von Tag zu Tag, müssen und dürfen schauen und natürlich einfach wieder auf das Anpassen von den neuen Situationen, von den neuen Massnahmen. Das war sicher sehr, sehr herausfordernd und speziell gewesen. Aber du hast es vorhin gesagt, alles in allem, das sehen wir als Teamleistung wirklich recht gut so zu Boden kriegen. Du sagst, es sind spezielle Zeiten, aber hier fühle ich mich sicher und ich komme sicher noch mehr. Kehren wir sehr gerne. Merci Bruno. Merci für die Einladung. Mach's gut. Schön, ciao, ciao. Ciao. Ja, es ist schon ein riesen Aufwand, den man in der Aletsch Arena für Sicherheit betreibt. Gerade besonders die Mitarbeiter, die das Schutzkonzept Tag für Tag umsetzen. Aber nach einem so schönen Skitag bin ich der Bahn dankbar, dass wir auf die Wintererlebnisse nicht verzichten müssen.